Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Enshrouded. Wir sind in den Tiefen, beziehungsweise wir steigen in die Tiefen hinab. Wir haben einen neuen Freund, der uns hier in die Tiefen lockt. Jetzt ist nur die Frage, da unten lang oder auf der anderen Seite? Ich gucke mal. Was ist mein mein Irrlicht ist ausgelaufen. Da müssen wir doch. Ich gucke erstmal auf der anderen Seite. Ich glaube, im Moment ist es ja immer tiefer hinabgestiegen. Nicht, dass ich jetzt hier einmal hin und her laufen muss, umsonst. Aha. Schande. Hallo Freunde. Ich glaube, wenn ich hier rauskomme aus dem Dungeon, habe ich 5 Phantastlion Knochen dabei. Die ich gefühlt erstmal gar nicht brauche. Oh, der Soundtrack. Können wir mal den Sounddesigner loben von Keen? Diese Trommeln eben, die hier so reingeschlagen haben, Hammer. Oh. Was verbirgt sich hinter der Truhe? Na? Bin ich nicht näher ran? Okay, dann nicht. Sieht cool aus. Ja, großes Lob hier an Keen für diesen fantastischen Soundtrack. Oh. Es wird jetzt nicht der Knüppel sein, den wir hier verwenden, aber ist wahrscheinlich auch ein Zweihänder, gehe ich mal davon aus. Nee, ist ein Einhänder. Eine Schädelkeule. Was kannst du denn? 25 kannst du, naja, ist ganz nett, aber cool, ich will das in groß und in gut. Müssen wir wahrscheinlich in die Wüste. Überall Bücher, überall Tränke. Oh, eine weitere Nachricht. Komm zu mir. Du hast es weit gebracht. Es war richtig von dir, meinen Wohltäter Vertrauen zu schenken. Warum bleibst du in irdischen Ketten gefangen? Das rote Band des Schicksals ist um deinen Hals und deine Handgelenke gebunden und schneidet dein Fleisch. Du wirst von Haken der Vorbestimmung zerrissen, die sich tief zwischen deinen Rippen verankert haben. Ist ja hier bei Pinhead. Befreie dich, finde dich in diesem Seelenmeer und entkomme mir. Strecke die Hand aus. Nur noch ein kleines Stückchen weiter. Du bist zum Grunde. Lasst uns gemeinsam wieder auftauchen. Du weißt, wer das geschrieben hat. Mein neuer Freund. I know that. Das sieht echt cool aus. Auch hier diese ganzen Murmeln und so ein Kram. Schick, schick, schick. So, mal Zucker tickt aus. Bei solchen Gängen denke ich immer an eine Falle. Ich weiß, dass sich in den Vasen sehr viel Loot befindet, ist mir bewusst, aber da ist halt Loot drin wie Stöckchen, Knochenmehl und so ein Kram, das brauche ich halt alles nicht wirklich. Auch die Mini-Gesundheitstränke.
Das ist halt... Was? Was bist denn du? Flutsch. Ein kleiner grüner Punkt. Bin ich von oben gekommen oder bin ich von unten gekommen? Da geht's auf jeden Fall tiefer. Ich bin von oben gekommen. Dann gehe ich jetzt mal hier durch und dann guck mal nach unten. Ah, deswegen geht's nach unten. Verstehe. Moin, Leute. Aber da sehe ich in den Dungeons, die in den höherwertigen Gebieten sind, also in den anderen Zonen, sehe ich keine Chance allein. Also, wie soll ich das alleine schaffen? Da müsste ich wirklich als Mage skillen, damit ich halt entsprechende Chance habe alleine, weil er sagt ja, Freunde, bring Freunde mit. Ich glaube, das würde ich nicht hinbekommen. Also alleine nicht hinbekommen. Oh! Oh! Was ist denn da los? Hi! Oder wir müssen halt mal umskillen, was uns heilt, wenn wir töten oder so. Aber ich habe irgendwie keinen Bock auf Mage zu gehen, nur weil der Mage OP ist. Das finde ich irgendwie blöd. Da ist ja noch mehr. Ich komme zu euch. Komm mal. Ja, müssen wir höchstens mal umskillen, denke ich mir. So, jetzt warte mal, wo war denn die Tür, die wir öffnen mussten? Jetzt habe ich so ein bisschen die Orientierung verloren. War die hier? Oder kam ich... Ja, hier ist die Tür. Okay, wir müssen irgendwo diese Schalter finden. Wahrscheinlich hier in den Außenbereichen. Nein. Oh, Halle der erloschenen Block. Geil. Jetzt können wir diese schicken roten Marmorblöcke selber machen. Nice.
Nice. Der Soundtrack. Zucker. Einfach nur geil. Oh. Hä, wo kommt denn ihr alle her? Und ihr Bock auf mich, wie? Na gut, dann. Oh. Jetzt lass mich doch mal. Alter Vater, was ein Gemetzel, oder? Wow. Wow, wir brauchen mal dringend einen Amboss. Und dann standen die doch alle 2 Meter da und jetzt. Oh, da ist noch einer. Ey. Wer anderen in die Grube wirft, ist böse, meist. Also ich überlege mir gerade, du bist um die Level 10, vielleicht auch 15 und gehst in so einen Dungeon rein. Da kriegst du doch mal ganz gepflegt den Poppes aufgerissen. Kommt die hier immer wieder? Okay, ich gehe jetzt weiter. War das der Durchgang, wo wir hin mussten, oder sind wir hierher gekommen? Ah doch, hier kam man her. Warte mal, dann war hier aber auch irgendwo was zum Reparieren, oder? Dann muss ich hier kurz hoch. Ich brauche mal ganz kurz einen Amboss. Ich weiß nur nicht mehr, wo der letzte Amboss stand. Wisst ihr das noch? Hier. Kann ich nämlich wieder mal in meiner Klinge weiterarbeiten. Wir nochmal, kämpfen wir nochmal. Ne, ich sammle jetzt nicht alles auf. Haben wir hier noch irgendwo. Wo ist denn das? Irgendwelche Alchemie-Dinger. Aiden Crowley, der Sammler. Oh, haben wir einen neuen NPC? Wir haben einen neuen NPC. Geilomat. Ein legendärer Level 20 Zauberstab. Mir fällt auch gerade auf, ihr seht nichts mehr, ne?
Ja, wenn du jetzt halt wirklich Level 20 oder sag mal, nicht Level 20 ist Quatsch, aber wenn du jetzt so in dem Level bist, was die Gegner hier haben, also so 15, 20 vielleicht maximal, dann hast du natürlich hier geilen Loot. Auf der anderen Seite, wenn ich gucke, wie ich mir einen Abschaffer leine, ist das natürlich schon eine ganz schöne Quälerei alleine, wenn du in die höhere leveligen Dinger reingehen. Sodle, up, up and away. Gibt's hier irgendwo eine... Ne, bei den Kugeln, ne? Bei den Kugeln können wir uns reparieren. Oh, ein Heiltrank, auch wenn es ein kleiner ist, nehmen wir mit. Vielleicht können wir den umkippen, dann haben wir einen großen. Eine Nachricht. Ein neues Mysterium enthüllt sich. Sie sind schließlich mehr als nur Legenden. Die Hallen der Erloschenen existieren und in ihrem Inneren erklingen die Melodien einer vergangenen Ära. Erinnerung an eine Zeit, in der ein klarer Himmel herrschte und das Miasma noch tief unter uns schlummerte. Diese Hallen unbekannten Ursprungs gibt es schon seit Jahrtausenden, aber ihre Architektur unterscheidet sich von dem Stil der Erbauer. Sehr merkwürdig. Es heißt, dass diese Gruften als Verbannungsorte für die Untersten der Gesellschaft dienten. Ich frage mich, ob die verfluchten Bewohner immer noch auf dieser irdischen Ebene wandeln. Okay. Moment, sind wir... Hier sind wir noch reingekommen, oder nicht? Ah, okay. Wir müssen den neuen Überlebenden dort positionieren. Ich dachte gerade, warum die Quest noch nicht abgeschlossen ist. Ey, cool. Wirklich cool. Aber das alleine in der nächsten Stufe wird schon echt eine Nummer, ne? Da musst du ordentlich Tränke mitnehmen und umskillen. Und wenn ich dann überlege, in der Wüste das Ding hier, bist ja völlig platt. Also wenn da solche Gruppen kommen in der Größe, uiuiuiuiui, dann kannst du aber nur noch mit irgendwie AOE-Schaden rummachen. Das ist ein bisschen hart. Ja, cool. Die Halle der Erloschenen. Dann gehen wir doch mal nach Hause. Und gucken, was er so kann. So, mein Freund. Ich weiß auch schon, wo ich dich hinsetze. Ah, ich hab den Trottel. Ich hab den Stab vergessen. Wo ist denn mein Stab? Da ist mein Stab. Du kommst hier in meine Ahnenhalle. Ich finde, du passt hier sehr gut zwischen Mutantenmonster und... Ne? Du kommst hier hin. Ist eh so einsam zu Hause. Aiden Crowley, der Sammler. Du bist doch so ein Sammler, ne? Du passt hier gut rein in meine Ausstellung. Ich stell dich hier an die Wand. Oder hier ans Feuer. Immer wenn ich reinkomme... Frische Luft füllt meine müden Lungen. Ich grüße dich, mein neuer Freund. Ich bin ein Fährmann, ein Hüter der Seelen, ein Licht in der Nacht. Was für ein Glück für dich, du Zielloser. Ich werde deinen Weg erleuchten. Der kennt mich doch gar nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Siehst aber cool aus, mein Freund. Hello, Stranger. Hello, Stranger. Aha, der kann irgendwie Schlüssel. Also, der Sammler zu deinen Diensten. Danke dir, mein Freund. Ich bin endlich frei. Alle Namen sind flüchtig, nur Schall und Rauch. Ich habe so viele, wie eine Sanduhr Sandkörner hat. Für dich werde ich Alden sein. Ich bin das Licht, das flussabwärts winkt, ein verlassener Stern hinter dem Nordwinden, ein Sammler, der irdischen Ketten zerbricht. Ich werde den Schleier für dich lüften, wenn du bereit bist. Der Tribut ist gering, das verspreche ich dir, mein Freund. Das ist mir zu ein bisschen, der ist mir ein bisschen zu sympathisch, ne? Die Schädel unserer Feinde.
Die wahnsinnigen Erloschenen werden von Weißglut angetrieben. Sie müssen befreit und zu den Winden des Schicksals zurückgeführt werden. Zertrenne ihren Hass mit der Schwertspitze. Zerbrich ihre bleichen Finger mit Wunschknochen. Rupfe die Goldzähne aus ihren Kiefern und bring mir den Kopf der einäugigen Beste in ihrer Mitte, damit wir aus seinem Schädel trinken können. Was ist denn mit dir los? Du bist ja völlig unentspannt. Wir haben so ein schönes kleines Dorf. Versammle deine Gefährten und stell den Schlüssel her, um herabzusteigen. Okay, der Segen der Flamme. Die Menschen folgen dir, mein strahlender Freund. Doch warum? Ich sehe ein pulsierendes Licht in deinem Brustkorb, das von Fleisch und Knochen gehalten wird. Interessant. Vielleicht hast du getan, was ich nicht tun konnte. Sie nennen dich Flammenblut. Die Flamme bringt also sowohl Segen als auch Fluch mit sich. Oh, wie das Schicksal sich entfaltet und entzweit, um uns zusammenzubringen, mein Freund. Es schwebt in der Brise. Mit jedem frischen Atemzug, den ich nehme, setze ich ein unbekannter Gestank in meine Lunge fest. Was ist das? Ein weiterer Fluch? Das Miasma, sagst du? Ein bösartiger Nebel, der die Törichten und Tapferen erstickt? Solch sterblichen Probleme stören diejenigen kaum, die sich darüber erheben. Du und ich, wir werden von der Flamme berührt sein. Bleiben unerschütterlich. Die einäugige Bestie. Der Nordwind hat flussabwärts getragen, so klingt er wahrscheinlich. Sie kommen von den fernen Felsen monolithisch und unbezwinglich. Unbeweglich. Mit zyklopischem Blick auf die tanzenden Lichtböen am Horizont. Sie werden von den Schimmern angezogen wie Motten von der Flamme und sind verhängnisvoll gierig. Sie flohen, als sie vom Fluch verbrannt und ausgehöhlt wurden. Erweise ihnen keine Gnade. Sie würden dich zu Staub zermahlen, wenn sie die Chance dazu hätten. Okay, mein Freund, wir gucken uns das an. Was kannst du herstellen? Du kannst aus den Knochen und aus den Ektoplasma-Dingern kannst du einen Düster-Dickicht-Knochenschlüssel herstellen. Amber, was kann er noch? Er kann Zaubersprüche. Okay, da müsste man Mage sein. Dann die Schädelbeschwörungsfass. Waffe auf mittlere Entfernung. Wirft ein mystisches Gefäß, um vorübergehend Schädelbegleiter zu beschwören. Ach, ich hätte Helfer gehabt. Okay, ja, ich habe die ja von denen eingesammelt, ne? Hätten wir dann mal nutzen können. Knochenpfeile. Ja, die haben wir aufgesammelt. Ein Ektoplasma-Edelstein wird aus Feuerstein und Ektoplasma-Fragmenten hergestellt. Wo brauchen wir den denn? Ah, um hier solche Tische und so einen Kram herzustellen. Oh, der Stuhl. +3 Komfort. Jetzt ist halt die Frage, ich glaube, wir haben andere Tische, die auch 3 Komfort sogar mehr bringen, sogar 5 oder sowas in der Art. Von hier für den Stuhl brauchen wir einen. Wir können es ja probieren, wir machen mal so einen Stuhl, oder? Wir machen hier so ein Ektoplasma. Ach, Feuerstein habe ich keinen. Du siehst auf jeden Fall echt cool aus, mein Freund. Also das kann man festhalten. The night is calling. So, ich hole mir mal wieder neue Ausdauer. Ach, habe ich schon eine Stunde. Gut. So, den Stab lege ich wieder weg, der im Moment aussieht wie unser Kerl hier. Dann haben wir den Cobra-Kern-Zauberstab. Den könnten wir zerlegen. Weil da komme ich, glaube ich, nicht weit. Dann haben wir den Knochengeißel-Streitkolben. Also ich hätte ja schon Bock, in die höheren Dungeons zu gehen, aber das alleine, puh. Also allein, um hier diese große Bombe da zu kriegen, ne? Das wäre schon nice. Irgendwas habe ich jetzt hier abgegeben, was ich nicht wollte. Warte mal, die brauchen wir nicht, die kleinen. Die großen haben wir, die füllen wir hier auf. Die stacken höher. Der Schadensmultiplikator. Cool. Und Lichter. Und wo ist unsere Miasma-Tränke? Warum haben wir da denn keine dabei? Nehmen wir die mit. Machen wir mal so. Bücher geben wir ab. Die Knochen, da müssen wir mal eine größere Kiste machen. Wobei, wir könnten auch die Knochen beim Alchemisten hier unten einlagern. Wobei, da habe ich hier Flachs zwischengelagert. Aber dann können wir die vielleicht dafür nutzen. Und wir müssen einfach mal größere Kisten herstellen. Das wäre auch mal ein Trick.
Ne? Ja, Feuersteinpfeil brauche ich nicht. Schrottpfeile brauche ich nicht. Werde ich alles nicht nutzen. Läppchen brauche ich nicht. Die Fellfetzen brauche ich nicht. Finsterer Halbmond-Magierstab. Zerlegen. Also den würde ich einfach mal, den legendären würde ich mal aufheben. Einfach nur aus historischen Gründen. Was habe ich denn hier gemacht? So. Nehmen wir, das sind zwei verschiedene. Ach, das ist der ganz große. Alles klar. Alles klar, verstehe. So, weißt du was? Dann hole ich jetzt gerade mal Feuerstein. Damit wir mal diesen einen Tisch oder Stuhl herstellen können und das mal vergleichen. Aber ich... Normalerweise ist es so, egal wie hochwertig der Tisch ist, er ersetzt... Der höchste Tisch oder höchste Stuhl gibt praktisch die höchste Erholung, so kann man sagen. Ups. Wie viel braucht mir denn da? Habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst. Aber ich denke mal, es wird reichen, oder? So, mal gucken. Da war noch ein Feuerstein. So. Guck mal hier, mein Wald ist gewachsen. So, mach mir mal bitte... machen wir noch zwei. So, ach, Lichtquellen hat er auch. Oh, cool. Ah, hier, guck mal, die Schädelkerze. Ein Schädel ohne Schädel. Jetzt haben wir hier die Gruft-Wandfackel. Ne, das will ich nicht anwenden haben. Dann haben wir hier Schränke neu. Oh, geil. Kleiner Gruftschrank. Die Bänke. Miasmaholz, Elektroplasma-Edelstein. Ja, das sieht schon cool aus. Aber das ist alles dekorativ, ne? Das hat keinen Wert. Und die geben 2 Komfort. Jetzt ist halt die Frage... Die brauchen schon 3. Plus 2 Komfortbeleuchtung. Das machen sie aber alle. Okay, wir machen mal eine Schädelkerze. Einen Stuhl. Und den Tisch haben wir nicht genügend Elektroplasma. Dann kriegst du von mir hier auch eine entsprechende Lichtquelle an die Wand. Achso, die kann man nicht auf die Wand machen. Ne? Kann man jetzt auf die Fensterbank setzen oder so. Sieht aber blöde aus. Hier ein Esstisch, damit es gemütlich ist, wenn wir mal Gäste haben. Kommt der rein, es ist so schön bei uns. So, dann kriegst du von mir hier einen Stuhl hingesetzt. Was hatte ich noch gebaut? Hatte ich nicht 2 Sachen hergestellt eben? Stuhl und Kerze habe ich hergestellt, ne? Und den Stuhl, den machen wir hier ans Kopfende. So. Cool. Ja, wir haben 56 Erholung. Ja. Komfort, so rum. Cool. Cool, cool, cool. Ja, mein Freund, ja, herzlich willkommen in unserer kleinen, bescheidenen Hütte. Auch wenn du es hier nicht so schön findest. Es ist halt ein bisschen anders bei dir zu Hause. Cool, dann sortiere ich mal die Sachen weg. Ich habe überhaupt keinen Platz für den ganzen Kram. Mache ich hier, glaube ich, beim Alchemisten oder machen wir sie hier rein? Machen wir hier rein. Ich glaube, hier habe ich noch am meisten Platz. So, da können die Sporen noch übereinander stacken. Das kreisige Blatt kann ich mal löschen, genauso wie den Kessel, den brauche ich alles nicht. Dann kommen hier diese neuen Sachen rein.
Eisschutz. Das ist dafür, dass uns diese Gegner nicht einfrieren können. Ich glaube, das wird bei den höherwertigen Dungeons auf jeden Fall nochmal wichtig. Ich mache das jetzt mal alles hier rein. Den Schlüssel lasse ich mal da. Die Bomben lasse ich mal da. Den Zauberstab, der kommt auch rein. Den haben wir aus dem Dungeon raus. Ne? Das passt schon ganz gut. Und das Salz hatte ich, glaube ich, im Essen drin. Hatte ich nicht. Hatte ich, glaube ich... Setzt du dich hin? Kannst du mal wieder aufstehen? Hatte ich, glaube ich, hier beim Alchemisten reingelegt, oder? Ja. Sehr gut. So, dann bauen wir mal die neuen Blöcke. Aber ich würde sagen, dazu legen wir uns mal hin, damit wir auch was sehen von den neuen Blöcken. Eine Stunde, eine Minute Ausdauer. Oder Ausgeruht-Bonus, kann man eher sagen. Er liegt übrigens auch tiefer im Bett. Das haben sie irgendwie geändert. Er liegt jetzt im Kopfkissen drin. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. So. Dann brauchen wir mal einen Bauhammer. Und ihr wisst ja was? Das gucken wir uns nächste Folge an. So machen wir das. Wir haben einen neuen Begleiter, der mehr von der üblen Sorte ist. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.